Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur dritten Sendung von Rundfunk Mittelelbe in diesem Spieljahr. Beginnen tun wir unsere heutige Folge ganz unspektakulär mit einer Partie des SV Mallwinkel in Groß-Santersleben. Das war die erste Partie der neuen Saison der zweiten Börde-Kreisklasse, die ja in diesem Jahr wieder neu entstanden ist im Börde-Kreis. Das hier ist die Staffel 1, der erste Spieltag. Und wie gesagt, wir sehen die beiden Mannschaften vom SV Mallwinkel und von der SG Ackendorf Groß-Santersleben 2. Die standen sich beide relativ nahe in der letzten Saison in Sachen Tabellenrang. Es war ja also mit einer ausgeglichenen Partie zu rechnen. Auch angesichts dieser Temperaturen hier in Groß-Santersleben, die knapp an die 40 Grad rangingen in der Sonne, konnte man davon ausgehen, dass sich kein Team hier so richtig würde absetzen können. Und es ging gleich mal sehr flott los, 9. Minute. Hier wird Max Kühne zu Fall gebracht. Wir schauen gleich nochmal in der Zeitlupe hin, was da genau passiert ist. Zunächst ein Abwehrpatzer der Ackendorfer. Und dann ist es hier mit der Nummer 6 Carsten Koch, der Max Kühne so einen ganz kleinen Schubser mitgibt. Nun ja, den muss man vielleicht nicht unbedingt pfeifen. Elfmeter gab es dann trotzdem. Robin Werner, und der verwandelt den auch. 1:0 für Mallwinkel nach 10 Minuten. In solch einer schnellen Führung, da hatten wohl die gut ein Dutzend mitgereisten Mallwinkler-Fans nicht gerechnet. Und wohl auch Lothar Kriebel nicht, den werden wir nachher nochmal sehen, auch im Bild. Der Vater des 14ers, der Mallwinkler, der hatte nämlich für jeden Punkt, den der SVM in diesem Spieljahr erkämpfen würde, 10 Euro ausgelobt. Maximal sind also damit für die Mallwinkler 660 Euro drin in dieser Saison. Und das ist natürlich ein schöner Motivationsschub. Dieser Ausgleich, der war auch ein schöner Motivationsschub für die Ackendorfer in dieser Partie. Abdiyasin Schamake war hier der Torschütze nach Vorlage von Chris Erhardt. Sehr schönes Zuspiel, und dann macht er das technisch auch recht gut, der Somalier in Reihen der Ackendorfer. Technisch schön anzuschauen, hier haben wir ihn dann wieder am Ball. Aber diesmal verliert er dann in Koproduktion mit seinem Mitspieler die Kugel, und so können dann die Mallwinkler einen Konter einleiten. Der geht über Robin Werner auf Max Kühne, und der vergibt diese Riesenchance. Etwas glücklich hier, dass der Ball nicht im Kasten landet aus Sicht der Groß-Santersleber. Da hatte der Keeper gut reagiert, Martin Harpke. Hier den Ball noch mit den Fingerspitzen über das Gebälk gelenkt. Und dann war Trinkpause. Das war auch dringend notwendig bei diesen wirklich, ja, schon Sahara-Temperaturen, will ich fast sagen. Hat man nicht alle Tage, dass man bei so einem Wetter hier spielen muss in der Börde. Und man hat es die Mannschaft noch angemerkt, es war eine ziemliche Tortur. Christian Rückborn nach Vorlage von Hannes Kühne mit der nächsten guten Chance für den Mallwinkler, dann mit einem Eckball. Und den kann Sören Wagner dann nicht im Kasten unterbringen, wird dann noch gestört beim Torabschluss. Ja, und dann fing es auch noch an zu regnen. Und im Hintergrund zog ein kleines Gewitter auf. Da war jetzt natürlich auch die Frage, spielt man hier weiter oder unterbricht man diese Partie? Bei Gewitter soll ja eigentlich das Spiel erstmal kurzfristig beendet werden. Keine Gefahr darauf zu beschwören für die Spieler. Schiedsrichter Michael Belz, der ließ aber hier weiterlaufen, und ich denke, das war auch eine vertretbare Entscheidung. So schlimm war es nicht, dieses Gewitter, und die Mallwinkler, die schienen das auch überhaupt nicht zu stören, dass hier ein bisschen Regen runterkam. Wunderschöne Kombination, Max Kühne auf Rückborn, dann wieder auf Kühne zurück den Ball, und dann war es letztendlich Robin Werner, der der Direktabnahme nur ganz knapp am nächsten Torerfolg vorbeirauscht. Großes Pech hier für die Mallwinkler, das hätte durchaus ein
Tor verdient gehabt, diese Aktion. Beste Chance bisher für die Blau-Gelben nach dem Führungstreffer. Nächste große Chance, wieder ist Martin Harpke zur Stelle, lenkt den Ball noch am Kasten vorbei. Ja, dann sind wir schon mehr oder weniger am Ende der ersten Halbzeit. Da hat sich dann der Keeper der Hackendorf nochmal einen kleinen Patzer erlaubt gegen diesen Fernschuss. Den hat er etwas unterschätzt, aber es ist ja nochmal alles gut gegangen. Also Mund abputzen und weiter geht's. Dann sehen wir hier auf der rechten Außenbahn Max Kühne, der den Ball in die Mitte spielt. Robin Werner lässt abtropfen und dann Hannes Kühne zur Stelle. 34. Minute. Marinke geht wieder in Führung. Das war auch völlig verdient. Marinke eigentlich die bessere Mannschaft auch in dieser Phase. Hackendorf hatte zwar auch ein paar Offensivakzente gesetzt, aber die waren nicht so zeigenswert. Immer Winkler. Die waren dann doch deutlich gefährlicher bei ihren Tormöglichkeiten. Und hier sehen wir auch nochmal, es war kein absichtliches Handspiel zumindest. Den Ball, den kann Werner nicht wirklich erahnen, wo er hingeht. Wurde noch ein bisschen drauf spekuliert, aber für mich war das alles vollkommen korrekt. Ja, dann kurz vor dem Seitenwechsel nochmal eine Riesenmöglichkeit für die Hackendorfer wieder ab die Yasin Schamake. Er bleibt aber diesmal in Carsten Matern hängen. Sehr schönes Zuspiel war das hier. Und dann sehen wir nochmal Carsten Koch beim Abschlag. Der Ball, der wird von den Mavinklern dann runtergefischt im Mittelfeld. Und dann ist Robin Werner nochmal in einer guten Schussposition und zieht ab. Aber der ist auch zur Stelle und fischt die Murmel raus. Ja, ohne den Keeper, da hätten die Hackendorfer jetzt hier schon ganz schön alt ausgesehen. Hier sehen wir dann auch Lothar Kriebel. Der hat sich für sein Alter noch ganz gut gehalten. Wie auch Daniel Scholz. Der ist ja sogar noch aktiv. Ist momentan so ein bisschen das Hirn der Mannschaft. Zumindest hat er sich so ein bisschen mit den Spielsystemen für den SVM beschäftigt. Und momentan gibt ihm der Erfolg recht. Aber dann gab es einen Freischuss für die Hackendorfer, Carsten Koch aus gut 45 Metern und plötzlich über dem Netz. Aber was war das denn? Das müssen wir nochmal aufarbeiten, das Foulspiel zuvor, das war zweifelsohne richtig gesehen worden vom Schiedsrichter. Und dann hat sich hier Carsten Matern einen ganz schönen Bock erlaubt. Sieht man nicht alle Tage beim 52-jährigen Keeper der Mavinkler, der mit seiner Erfahrung hier wohl am meisten punkten kann von allen. Aber hier lässt er den Ball, ich sag's einfach mal, durch die offenen Hände rutschen. Das passiert normalerweise nicht mal mehr einem C-Jugendtorwart. Aber niemand ist vor Fehlern geschützt und so konnte das dann hier auch eben mal schief gehen aus Sicht von Carsten Matern, der momentan auch das Traineramt in der Linke innehat. Und auch sein Gegenüber macht es in der Folgesituation nicht besser. Jetzt wird es hier wirklich richtig kurios. Martin Harpke, der eigentlich bisher sehr gut das Tor gehütet hatte, erlaubt hier ebenfalls seinen ersten Patzer. Robin Werner, der Torschütze. Und auch da gucken wir nochmal drauf. Zum nächsten Ballverlust der Hackendorfer. Und dann ist es Sören Wagner, der die Kugel erkämpft, kurz den Ball ablegt auf Robin Werner, den Kapitän der Mavinkler, und der zieht dann ab. Ja, den Ball, den hat Harpke ziemlich unterschätzt, sieht man jetzt in der Zeitlupe sehr deutlich. Da ist er nicht richtig runtergegangen, das kann man auch wirklich als Torwartfehler bezeichnen, während es auf der anderen Seite eher sehr unglücklich aussah, aber natürlich muss auch der Ball geklärt werden. Hannes Kühne dann mit der nächsten Großchance für die Mavinkler nach diesem Eckball hier. Da sahen wir auch kurz Dustin Semmler, der hatte sich im Knie verletzt zwischenzeitlich, musste sich dann hier selbst verarzten. Die Sannis, die waren nicht mit nach Groß-Santersleben gereist.
Nach der Aktion konnte er sich da aber nicht mehr selbst verarzten. Da musste dann sein Vater mal schnell aufs Feld kommen. Ob man da einen Elfmeter geben kann oder nicht, das lasse ich mal dahingestellt. Na also! Nach wurde es dann noch so ein bisschen unschön. Hannes Kühne, der hatte da noch eine kleine Meinungsverschiedenheit auszutragen. Aber alles letztendlich harmlos. Nächste Trinkpause, sind wir so ungefähr in der 67., 68. Minute. Und nach dieser Trinkpause waren es dann wieder die Malwinkler, die das Spiel machten. Hier sagen wir kurz links im Bild die Freundin von Max Kühne, wie sie ihrem Liebling bei diesem Angriff zusah. Hannes Kühne kann letztendlich dann die Kugeln nicht im Kasten unterbringen. Und dann haben wir hier nochmal einen schönen Ball von Paul Heusmann in den Strafraum. Und nach der Ablage ist es dann wieder die Yasin Schamake, der die Kugeln nicht im Kasten unterbringen kann. Da ärgert er sich zu Recht auch. Den Ball, den kann man besser verwerten. Ärgerlich, gerade wenn man sich anschaut, was in der Folgeszene passiert. Robin Werner mit einem Pass auf Hannes Kühne und dann ist die Kugel endlich im Netz. Für die Malwinkler 4:2. Kerkendorf hätte hier ausgleichen können, schaffte das nicht und so sorgten dann die Malwinkler für eine möglicherweise vorentscheidende Führung. 10 Minuten waren zwar noch zu spielen, aber die Ackendorfer, die wirkten doch jetzt hier schon sehr platt und es war nicht unbedingt zu erwarten, dass sie nochmal herankommen würden. Für Habke war hier diesmal nichts zu machen im Tor. Er konnte im Prinzip nur noch spekulieren, wo der Ball hingeht. Hoffen, dass er eventuell irgendwie rankommt. Den Ball, den kann er dann wieder haben. Christian Rückborn mit dem 5:2 dann für die Malwinkler. Das war dann die endgültige Entscheidung, 2 Minuten später. Schauen wir auch nochmal in der Zeitlupe drauf. Wunderschön herausgespielt, dieses Tor. Und da lässt er sich dann auch zu Recht beglückwünschen von allen Fans und Mitspielern, die hier irgendwie beteiligt waren. Sehen wir nochmal, er leitet im Prinzip sein Tor selbst ein. Doppelpass mit Robin Werner und da kommt dann Carsten Koch nicht mehr rechtzeitig hinterher und der Torwart kommt ein bisschen zu unenergisch raus. Nun ja, den kann man wie gesagt haben. Aber angesichts des Spielstandes jetzt von 5:2 soll man dem Ganzen mal auch nicht zu viel Gewicht beimessen. Dann haben wir hier nochmal Dominik Möller am Ball. Der war so mit der beste Mann, aber recht unauffällig im Reihen der Ackendorfer. Gut Kopfballmöglichkeit nochmal nach seiner Flanke. Und dann setzen die ersten Krämpfe ein und wir sehen es hier, selbst Wilfried Ott, der erst vor gut 10 Minuten ins Spiel gekommen war, pumpte hier schon ordentlich. Jan Junghans da nochmal auf und davon. 86. Minute. Hannes Kühne nochmal mit einer Schusschance und dann ist die Murmel wieder im Netz. 6:2, das war jetzt des Guten fast ein bisschen zu viel. Aber der Sieg, der war hoch verdient für die Malwinkler. 5:2, 6:2, das spielt jetzt im Endeffekt auch keine Rolle mehr. Die Chancen hatte man dafür in der ersten Halbzeit, da hat man sie vergeben. Jetzt hat man kaum welche, nutzt sie aber. Zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten der Malwinkler in Sachen Chancenverwertung. Da sollte man auf jeden Fall noch dran arbeiten. Wenn man wirklich in die erste Börde-Kreisklasse aufsteigen will, was ja so das Geheimziel ist bei den Blau-Gelben. Nun ja, dieses Spiel, das wurde jedenfalls erstmal gewonnen. 6:2 der Endstand, kurze Zeit später war dann Schluss. Spieler holten sich dann ihre hochverdienten Glückwünsche ab. Sagen wir auch mal, wie heiß das hier eigentlich war beim Gang der Santasleber in die Kabinen. Und erstmalig haben dann die Malwinkler auch mal einen Kreis gebildet in einem Ligaspiel. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Und feierten den Auswärtssieg. Und jetzt schauen wir noch auf die Tabelle. Was hat das 6:2 jetzt für Auswirkungen auf die dortigen Platzierungen? Und da sehen wir, dass momentan die SG Grün-Weiß da in Warsleben 2, die ja im letzten Jahr den letzten Tabellenplatz belegte, plötzlich auf Platz 1 steht.
9:1 gewann man gegen die zweite Mannschaft von Angern Rugez das erste Spiel. Ebenfalls 6:2 Wiedemer Winkler siegten die Gutenzweger, ebenfalls die zweite Mannschaft gegen die Spielgemeinschaft Rottmersleben-Bebertal. Das heißt also, Wiedemer Winkler, die stehen jetzt momentan zusammen mit den Gutenzwegern auf einem Aufstiegsplatz. Die ersten beiden Mannschaften steigen ja, wenn alles so läuft, wie es soll und nicht zwei oder mehr Mannschaften aus der Landesklasse absteigen, in die erste Bördekreisklasse auf. Auf 4 finden wir dann noch die Jasleber und auf 5 die Hundesburger. Die haben ebenfalls ihre ersten Partien gewonnen. Und in der nächsten Runde treffen dann die Mal-Winkler am 11. September auf den TSV Schackensleben. Der remisierte mit den Harmsdorfern beim Stand von 2:2 die erste Partie und sollte also dann für die Mal-Winkler zu Hause eine halbwegs lösbare Aufgabe sein. Das heutige Spiel wird Ihnen präsentiert von Isoliertechnik und Gerüstbau Jens Henne, Ihr Meisterbetrieb in zweiter Generation. Welcher Amateurfußballer träumt nicht davon, einmal im Leben ins Fernsehen zu kommen und möglicherweise von Millionen von Fußballfans gesehen zu werden? Richtig, da dürfte es kaum jemanden geben. Und für diese 22 Kicker vom SV Gutenzwingen Kleinamsleben und vom TSV Hornhausen wurde dieser Traum tatsächlich am Samstag wahr. Und zwar wegen ihm hier, wegen Heiko Meinecke, dem Zehner des SV Gutenzwingen, der beim letztjährigen Blütenfestspiel, will ich es mal ausdrücken, am 6. Mai, welches die Gutenzweger in Rugez bestritten, ein wunderschönes Traumtor erzielte. Es war das zwischenzeitliche 2:1. In diesem Spiel letztendlich gewann Gutenzwingen dann mit 3:1. Ja, und dieses Traumtor, das wurde dann letztendlich auch zum Volltreffer der Woche beim MDR gewählt. Und das war dann eben auch der Grund, weswegen jetzt hier eine Fernsehcrew des MDR vor Ort war. Die fing dann nicht den Treffer von Maximilian Rode ein, wie wir im Nachhinein erfahren haben. Wir haben ihn aber drinne. Wir können ihn euch deshalb auch zeigen. Es ging ja alles ein bisschen schnell bei diesem doch sehr besonderen Spiel. Wir schauen nochmal auf die Entstehung und sehen, dass die Abseitssituation, die Schiedsrichter Michael Bode hier gesehen haben will, von Heiko Meinecke keine war. Und auch der Mitspieler stand nicht im Abseits. Daraus resultierte dann eben dieser Freistoß, der von Steven Koch ausgeführt worden war, dem Keeper der Hornhauser. Und letztendlich dann in diesem Treffer von Maximilian Rode mündete. Da hat er sich die Abwehrspieler schön ausgeguckt und letztendlich dann den Ball sehr souverän im Kasten untergebracht. Heiko Meinecke dann wiederum beim nächsten Angriff hier mit beteiligt. Und dann dringt Robin Plate in den Strafraum ein. Der hatte damals unter anderem dieses Traumtor mit vorbereitet. Traf jetzt hier den Pfosten. Abschluss gab es dann letztendlich und so ging es dann mit dem 1:0 für Hornhausen weiter in die nächsten Minuten. Die Gutenzweger, die ja ihr erstes Spiel gewonnen hatten beim ISV Heidensleben, die waren hier also jetzt gefordert und kamen hier zur nächsten guten Chance durch Norman Kazorke. Die wurde aber zunächst vom Keeper und dann von Michael Röhr geblockt. Und wir springen in die nächste Szene hinein. Einwurf für die Gutenzweger. Der wird zunächst geklärt von den Grün-Schwarzen, die ja nach der ersten Niederlage hier schon eigentlich unter Zugzwang waren. Hornhausen war ja in der letzten Saison auf Platz 6 gelandet in der Bördeliga Staffel 2. Hatte dann das erste Spiel verloren mit 5:1. Und hier hätte man beinahe die nächste gute Chance produziert. Aber letztendlich kam dann diesmal der Zehner Maximilian Rode, der auch schon das erste Tor erzielt hatte, nicht durch die Gutenzweger Hintermannschaft hindurch. Und es entwickelt sich die nächste gute Chance für die Gutenzweger. Rausgeholt hier mehr oder weniger von Heiko Meinecke auch wiederum. Hier haben wir ihn dann nochmal wieder am Ball. Und er ist es dann auch, der den Schuss aufs Tor bringt. Aber der ist natürlich kein Problem für Steven Koch. Der hat den Ball hier sicher und
hält seine Mannschaft in Führung. Abschlag dann von Martin Butz, der wird in diesem Spiel auch noch eine relativ große Rolle spielen. Hier zunächst erstmal als Vorlagengeber für Norman Kaczorke, der wird hier etwas unsanft gebremst. Es gab dann in diesem Falle keinen Freistoß. Stattdessen ging es dann in die Trinkpause wenig später. Die war auch dringend nötig hier bei diesen unheimlich heißen Temperaturen in Gutenzwegen. Der Gauseberg, der wurde am Samstag richtig schön aufgeheizt. Mitunter waren es ja um die 35 bis 40 Grad. Da waren dann auch schon mal solche Abwehrpatzer wie der von Steffen Planius möglich. Dem Kapitän der Hornhauser, der Norman Kaczorke die nächste gute Möglichkeit eröffnete. Dann eine kurze, kleine Auseinandersetzung zwischen Heiko Meinecke und Alexander Herbst. Ja, der Rempler, der hätte auch nicht unbedingt sein müssen, das muss man schon so sagen. Kurze Zeit später dann schöner Freischussversuch von Michael Röhr. Der zwang Martin Butz doch schon mal sein Können ziemlich ab. Aber der Gutenzweger Keeper, der parierte diesen Ball und letztendlich wurde dann auch aus der zweiten Welle nichts. Da kam Maximilian Rode nicht mehr so richtig an den Ball, holt zwar noch die Ecke raus, aber die Chance, die bringt nichts Zählbares mehr ein. Auch der Eckball dann nicht. Und so können wir getrost uns anschauen, was noch in dieser ersten Halbzeit, die doch sehr energisch umkämpft war und die auch sehr viele Highlights geboten wurde. Und wie sollte es auch anders sein? Natürlich war Heiko Meinecke in den Schlussminuten dieser ersten Halbzeit auch nochmal aktiv und diesmal traf er dann auch. Diesen Treffer hatte dann auch das NDR-Kamerateam eingefangen. 41. Minute, 1:1. Wir schauen uns an, wie es passiert ist und sehen in der Zeitlupe, dass Martin Behrens hier den entscheidenden Pass gegeben hatte. Es war wohl knapp kein Abseits, so richtig auflösen können war es nicht. In der Mitte wurde es aus meiner Sicht noch aufgehoben von Michael Röhr. Aber das werden die Hornhauser sicherlich besser gesehen haben als wir aus unserer Position. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde es dann nochmal richtig unschön. Leider, muss man sagen. Da rutschten Philipp Böttcher und Martin Butz ineinander. Für den Gutenzweger ging es weiter. Es war auch wichtig, denn in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, sollte er noch eine große Rolle spielen in dieser Partie. Für den Hornhauser war an dieser Stelle Schluss. Er sah dann noch die gelbe Karte. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob Michael Bode hier die richtige Entscheidung getroffen hat. Sicherlich, er geht mit gestreckten Beinen voran, aber er versucht natürlich auch nur an den Ball zu kommen, nicht den Gegner zu treffen. Sei es drum. Bitter ist es allemal. Der Wechsel, der erfolgte nicht sofort, sondern erst etwas später, nämlich nach dieser Aktion der Gutenzweger hier. Guter Schussversuch nochmal von Sören Zeitz in der Schlussminute der ersten Halbzeit. Dann kam Philipp Holzwart in die Partie. Er ersetzte eben jenen Philipp Böttcher, der verletzungsbedingt auch runter musste, wie ich eben schon erwähnt habe. Und die Ecke, die ist dann die letzte Szene dieser ersten Halbzeit, bringt nichts Entscheidendes mehr ein. Maximilian Rode, der kommt hier nicht mehr an den Ball. Und dann war auch schon Pause. 1:1 der Halbzeitstand, durchaus verdient. Beide Mannschaften waren sehr aktiv gewesen in der ersten Halbzeit und waren es auch zu Beginn der zweiten Halbzeit. Erste gute Chance gehörte Norman Kaczorke nach Vorlage durch diesen Eckball von Heiko Meinecke. Gute Parade dann von Steven Koch im Tor der Hornhauser, die dann ihrerseits die erste große Chance in der zweiten Halbzeit hatten, wiederum durch Maximilian Rode. Und ich habe es gesagt, Martin Butz, der spielt noch eine Rolle in dieser zweiten Halbzeit, sieht hier nach diesem Foul die gelbe Karte. Und ihr ahnt, es gibt natürlich auch einen Elfmeter für Hornhausen. Der kommt jetzt etwas unvermittelt, denn auch wenn
dieses Video hier vermittelt, dass die Chancen etwa ausgewogen waren. Das waren sie nicht so ganz. Die höheren Spielanteile hatte guten Zwegen zu diesem Zeitpunkt. Der Strafstoß, der wurde dann ausgeführt von Alexander Herbst. Und Martin Butz, der ahnt die Ecke und hat die Kugel letztendlich. So schlecht war der gar nicht mal geschossen. Sehr flach gehalten der Ball. Wir werden es auch gleich in der Zeitlupe nochmal sehen. So einfach war der nicht zu halten. Aber der Keeper, der guten Zweger, der hatte eben die Ecke geahnt. Sicherlich kann man ihn noch besser schießen, aber dem Schützen ist hier kein Vorwurf zu machen. Maximilian Rode dann per Freischuss mit der nächsten großen Möglichkeit. Jetzt wurde Hornhausen wieder etwas stärker. Wiederum gute Parade von Martin Butz. Und dann ging es schon in die nächste Trinkpause. Es sind also wieder gut 20 Minuten passé in diesem Spiel. Die Gutenzweger-Fans, die debattierten, warum hier immer noch nichts Entscheidendes passiert war aus Sicht ihrer Mannschaft. Die Hornhauser, die waren zu diesem Zeitpunkt schon etwas unglücklich über den verschossenen Elfmeter. So wurde also dann ordentlich philosophiert in dieser Trinkpause. 75 Zuschauer waren insgesamt vor Ort bei diesem Spiel. Hält sich doch sehr in Grenzen, wenn man bedenkt, dass hier der MDR vor Ort war und auch ordentlich Werbung gemacht worden war vor dieser Partie. Nun ja, sei es drum. Zuschauer kann man sich eben nicht basteln. Die müssen von alleine kommen. Für Fouls kann man dann schon selber sorgen. Waren hier gleich mal zwei hintereinander. Da gab es noch eine kleine Meinungsverschiedenheit zwischen Norman Kazorke und seinem Kontrahenten, der ihn dann gelegt hatte. Und der Nummer 5, Felix Joost. Nun ja, muss alles nicht sein im Fußball. Auch diese Szene nicht unbedingt. Ein Aufreger vom Trainer, der Stiegensleger hier noch am Rande des Spielfeldes über diese Abseitsstellung, die aus meiner Sicht eine war. Hundertprozentig lässt sich auch diese Szene leider nicht aufklären. Zumindest nicht mit unserer Kamera. Wir haben nun mal bloß einen vor Ort bei den Spielen, die wir aufnehmen in der Regel. Und deswegen müssen wir uns dann letztendlich damit auch zufrieden geben. Dieses Foul, das haben wir dann umso besser gesehen. Zweites Foulspiel von Martin Butz. Und er konnte hier aus meiner Sicht froh sein, dass er noch auf dem Spielfeld stand, denn dieses Foul, das war doch ähnlich deftig wie das erste. Da hatte er wohl Glück, dass dieser Kontakt hier etwas weiter außen stattfand als der erste, sonst hätte er womöglich hier schon die gelb-rote Karte gesehen. Ja, und auch der zweite Elfmeter wird verschossen, wie ihr hier gesehen habt. Michael Röhr, der schafft es ebenso wenig wie Alexander Herbst, den Ball im Kasten unterzubringen. Der Strafstoß. Und ihr kennt ja die alte Bauernweisheit im Fußball, wer seine Chancen nicht nutzt, der wird am Ende bestraft. Ob es auch hier dazu kommt, das sehen wir dann später. Zunächst jedoch sehen wir die nächste große Chance der Hornhauser. Das ist hier mit der Nummer 15, Jan Bunge. Mit einem satten 40-Meter-Schuss. Martin Butz, der war hier aus dem Kasten rausgeeilt. Warum, das weiß wohl nur er selbst. Also damit die Schusschance hier erst eröffnet. Glück, dass das nicht nach hinten losging. Und wir haben noch einen aus Sicht der Hornhauser für euch. Wiederum Jan Bunge mit involviert in die Szene. Spielt hier den Pass in die Mitte auf Markus Schulze. Und dessen Schuss, der wird noch leicht abgefälscht und rauscht deshalb am Tor vorbei. Da kam jetzt also zu dem fehlenden Geschick auch noch Pech hinzu. Äußerst bitter für die Hornhauser. Aber auch den Gutenzwegern fehlte dann das Glück in einer der Folgeszenen. Heiko Meinecke, der scheiterte hier an Steven Koch, obwohl der Ball nun eigentlich wirklich nicht mehr so schwer im Tor unterzubringen war. Eckball dann für Gutenzwegen, immerhin. Und in der zweiten Welle wird dann der Ball nochmal per Kopf in den Strafraum gebracht. Und da steht dann Matthias Behrens in Minute 89 im rechten Fleck und trifft zum 2:1. Der Jubel bei den Fans war natürlich enorm. Mit so einem späten Siegtreffer hatten sie hier wohl nicht mehr gerechnet. Und wir schauen nochmal in der Zeitlupe drauf und sehen,
dass die Hornhauser den Ball eigentlich schon hätten klären können. Aber der Klärungsversuch, der kam zu kurz. Und dann werden auch noch die entscheidenden Kopfballduelle verloren. Insbesondere im Fall von Steven Kobus war das dann entscheidend. Und dann bringt Matthias Behrens den Ball im Kasten unter. Gutenswegen wechselt er danach dann nochmal, auch um ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Robin Plate verließ das Feld und für ihn kam Tobias Hannemann in die Partie. Und wir achten jetzt mal auf den 15er, der, wie gesagt, erst wenige Sekunden im Spiel ist. Der blockt hier mit der Nummer 4 Philipp Holzwart weg. Im Duell der Eingewechselten und letztendlich führt das dann auch mit dazu, dass Gutenswegen hier auf 3:1 erhöhen kann durch Sören Zeitz. Achten wir jetzt in der Zeitlupe nochmal drauf, wie dieses Tor gefallen ist. Sören Zeitz natürlich hier mit wunderschöner Ballmitnahme. Das muss man ihm auch lassen, dass das eine technisch sehr sehenswerte Aktion war. Aber entscheidend war eben auch der Block, den Tobias Hannemann hier setzte. Auch wenn man eben nicht selbst an den Ball kommen kann, kann man doch letztendlich dafür sorgen, dass man seiner Mannschaft noch zum Torerfolg verhilft. Und die Gutenzweger, die spielten dann vom Anstoß weg so, als hätten sie es nie anders gemacht und als wäre es eine Trainingspartie. Dass es dann nicht mehr zum 4:1 kam, das ist eigentlich schon fast kurios. Fabian Baumgarten war es hier, der die Riesenchance vergab in der Schlusssekunde, denn kurz danach war dann diese Partie vorbei. Muss man auch erstmal schaffen, den Ball hier aus einem Meter noch drüber zu köpfen. Aber wie gesagt, das 4:1, das wäre jetzt auch nicht mehr verdient gewesen. 3:1 ist angesichts der beiden verschossenen Elfmeter der Hornhauser durchaus ein Ergebnis, mit dem beide Seiten leben können. Es hätte auch genauso gut unentschieden enden können. Martin Wutz, der hatte dann nochmal nach dem Spiel etwas Redebedarf. Genau. Michael Bode. Und auch von Hornhauser Seite wurde noch ein bisschen mit dem Schiedsrichter diskutiert, aber er hatte sich hier eigentlich keine Blöße gegeben, alles vollkommen richtig gesehen, was wichtig war. Ja, und dann kam der große Moment für Heiko Meinecke. Ihr habt es gehört, es war Zeit, die Trikots zu verteilen. Der Sieger der Abstimmung zum Volltreffer der Woche, der bekommt ja vom MDR einen Trikotsatz gesponsert. Genauer gesagt von Sport im Osten und MDR um 11. Diese Szenen, die könnt ihr euch dann auch in der Mediathek des MDR anschauen. Ja, und dann haben wir hier die Verwandlung der Gutenzweger erlebt. Von Weinrot zu Rot wechselte die Trikotfarbe also. Und Heiko Meinecke, der durfte dann nochmal erklären, wie man es geschafft hatte, 3000 Fans und mehr zu animieren, bei dieser Umfrage mitzumachen. Dazu müssen wir sagen, das war auch zum Teil mit unser Verdienst, da wir doch fleißig dieses Tor geteilt hatten. Aber natürlich auch die Gutenzweger hatten hier richtig schön mitgemacht, ebenso wie einige Fans des 1. FC Magdeburg. Das ging auf unsere Kappe. Das Bild, das werden sich die Gutenzweger möglicherweise dann in ihr Vereinsheim hängen. Aber das haben sie sich auch verdient. Ebenso wie diesen Jubelkreis, und mit dem lassen wir euch dann vom Gauseberg. Und schauen uns die Tabelle an. Da sehen wir, dass momentan die SG Eintracht Ebendorf nach 2 Spieltagen vorne liegt. 12:2 Tore und 6 Punkte, das ist schon mal eine stattliche Ansage an die Konkurrenz. Der Erste dieser Liga steigt ja ebenso auf wie der Tabellenzweite. Das ist momentan die TSV Grün-Weiß-Bregenstedt, ebenfalls mit 6 Punkten und 8:2 Toren. Knapp dahinter dann Empor Kleinwandsleben auf 4, dann Gutenzwegen und Hornhausen finden wir momentan auf Platz 14. Am Tabellenende Osterwelling und
der Heidesportverein Kolbitz, die ebenso wie Hohenhausen, Ethingen und Haldensleben noch punktlos sind in dieser Saison. Die letzten beiden steigen ab am Ende des Spieljahres. Das sind dann also, wie gesagt, momentan Osterwedding und Kolbitz. Normalerweise würde es in dieser Woche keinen RFM-Kompakt geben, aber wir können euch natürlich nicht, wollen es auch nicht, das nächste Rundfunk Mittelelbe Derby vorenthalten, was auf dem Programm stand. Leider konnten wir diesmal nicht mit der Kamera selbst vor Ort sein, da uns unser zweiter Kameramann auf dem Deichfest in Heinrichsberg verschollen gegangen war. Kurzfristig, was auch parallel ja stattfand. Das bitten wir zu entschuldigen. Und nun blicken wir also auf dieses Spiel, welches in Lindenberg stattfand. Im Rahmen der ersten Bördekreisklasse Staffel 1 war der zweite Spieltag. 80 Zuschauer sahen dieses Spiel, welches von Christian Meyer geleitet wurde. Der hatte auch ordentlich was zu tun. Zumindest dann in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit blieb es noch relativ ruhig. Neben einem Pfostenkracher der Heinrichsberger, der die beste Chance darstellte, und einer gelben Karte wegen Meckern für Nico Brehme passierte nicht allzu viel. In der zweiten Halbzeit jedoch kamen dann die Mannschaften quasi wie ausgewechselt auf den Platz. Die Lindenberger noch etwas mehr als die Heinrichsberger. Ob das mit dem Unwetter, welches in der Halbzeitpause niederging und diese dann auch verlängerte, zu tun hatte, das lassen wir mal dahingestellt. Ihr seht die Bilder hier in diesem Beitrag. Es hat wirklich ordentlich geschifft. Ebenso wie in Groß-Santersleben. Hier musste dann auch das Spiel unterbrochen werden, anders als bei der Partie der Malwinkler. Und die zweite Halbzeit begann dann eben mit Verspätung. In Minute 52 war es dann schließlich Nico Brehme, der nach Vorlage von Marvin Schuller zum 1:0 traf für die Lindenberger. Sogar eine Viertelstunde später sah dann Michael Türpitz für ein Foulspiel die nächste gelbe Karte. Dann ging es in die Trinkpause, in die zweite dieser Partie. Und in den vierten Spielabschnitt gingen dann die Lindenberger nochmal mit einem ordentlichen Motivationsschub hinein. Die wollten, das sah man ihm regelrecht an, schnellstmöglichst für die Entscheidung sorgen, und das sollte auch gelingen. Bereits in Minute 76 war es nämlich Steffen Hoppe nach Vorlage von Nico Brehme, der das entscheidende 2:0 erzielte. Michael Türpitz legte dann 10 Minuten später nochmal nach, nachdem André Hoberg ebenfalls noch wegen Vollspitze gelbe Karte gesehen hatte. Stefan Kutsch war diesmal der Vorlagengeber. Und den Schlusspunkt in dieser Partie setzte dann nochmal Steffen Hoppe. Der Foul-Elfmeter in Minute 90. 4:0 also das Endergebnis. Auch die Heinrichsberger sahen noch 3 gelbe Karten in der Schlussphase. Die gab es für Michael Eckhardt, Marcel Henne und Henrik Danneberg. Henne und Danneberg, die fallen doch am Anfang dieser Saison extrem auf, was gelbe Karten und Fehler angeht. Mit Beginn der Winkel hatten sie sich auch schon einen Bock geleistet, wie es im Spiel gegen Angern war. Das können wir nicht hundertprozentig sagen von dieser Position aus, aber es ist auf jeden Fall kein glücklicher Saisonauftakt für die Heinrichsberger allgemein. Sieht man mal von den letzten 10 Minuten in Malwinkel ab. Momentan finden wir die neu gegründete Spielgemeinschaft auf Platz 13 der Tabelle, wie wir jetzt hier auch sehen. Die Lindenberger, die stehen etwas besser, nämlich auf Platz 3. Tabellenführer ist momentan der SV Angern, der es irgendwie schaffte, die SG Traktor Hohenwarsleben, den Aufsteiger aus der letztjährigen ersten Kreisklasse, mit 10:1 abzufertigen. Muss man auch erstmal hinkriegen. Auch die Angeraner, die standen ja in der letzten Saison in der Bördeliga nicht allzu gut. Etwa genauso gut wie die Lindenberger. Auf Platz 2 finden wir den MTV Weferlingen. Der wird sicherlich in diesem Jahr auch noch eine gewisse Rolle spielen. Auf 3, wie gesagt, Lindenberg. Auf 4 die SG Meseberg Großamtsleben. Auf Platz 5 und 6 Lutsch, Zielitz und Burgstall. Das ist dann doch eine kleine Überraschung, insbesondere im Fall der Burgstaller war das so nicht zu erwarten. Die durften immer noch jubeln nach dem 5:4 über den 1. FC Oebisfelde 2.
Das Spiel, das fand ebenfalls am Sonntag statt und war die nächste kriminologische Einheit der Burgstaller. Wiederum endete dieses Spiel mit 5:4, diesmal allerdings zugunsten der Heidekicker. Entscheidenden Treffer, den erzielte Christian Langleist, nachdem zuvor Sebastian Klaster schon 4 Treffer erzielt hatte für die Burgstaller. Wiederum fiel das entscheidende Tor in Minute 90, also ganz kurz vor dem Ende dieser Partie. Ja, anscheinend ist Burgstall momentan die Torfabrik zu Beginn dieser Saison. Sollten wir uns vielleicht doch mal hinbegeben. Jetzt schauen wir erstmal noch auf das Programm für die kommende Woche. Und da möchten wir zunächst erstmal darauf hinweisen, dass es geplant ist, vom MDR das Zweitrundenspiel im FSA-Pokal zwischen dem SSV Havelwinkel Warnau und dem 1. FC Magdeburg per Livestream zu übertragen. Ob es letztendlich dazu kommt, das entscheidet sich jetzt im Laufe dieser Stunden, in denen unsere Sendung hier veröffentlicht wird. Wir würden euch da mal bitten, wen es interessiert, sich auf den Seiten des MDR kundig zu machen, ob es letztendlich zu dem Livestream kommt. Kurios an dieser Partie ist, dass das erste Spiel ist aus dem FSA-Pokal, welches nicht im Land Sachsen-Anhalt ausgetragen wird, sondern im Land Brandenburg. Diese Partie, die findet nämlich in Rathenow im Stadion Vogelsang statt und ist daher auch überregional wichtig. Daher werden wir auch davon berichten in jedem Falle. Vom Spiel selber, wie gesagt, wird es dann hoffentlich Bilder vom MDR geben. Wir werden uns am Samstag nach Lübs begeben und dort ein Spiel aus dem Steinhaus-Pokal aufzeichnen, nämlich die Partie zwischen dem VfL Gehrden 2 und der Mannschaft aus Bergzoo, die wir ja eigentlich am Ende der letzten Saison uns hatten anschauen wollen. Auch damals fand das Spiel der Bergzooer schon in Lübs statt, damals noch gegen die erste Mannschaft der Gehrdener. Gehrden stieg nach dieser Partie in die Landesklasse auf und weil wir damals auch den Fans versprochen hatten, dass wir auf jeden Fall ein Spiel dieser beiden Vereine gegeneinander nochmal zeigen werden, tun wir das jetzt hier an dieser Stelle. Am Sonntag gibt es dann noch ein Testspiel zwischen Malwinkel und Staffel und wir hoffen auch, dass wir euch Bilder vom Spiel der Heinrichsberger gegen den 1. FC Oebisfelde zeigen können. Auch der Börde-Pokal, der geht ja in die zweite Runde. Und da soll natürlich der einzige Rundfunk-Mittelelbe-Verein, der noch im Wettbewerb verblieben ist, nicht zu kurz kommen. Wann es denn die Sendung gibt, das hängt, wie gesagt, von all diesen Faktoren ab. Wir hoffen, dass wir sie euch spätestens am Donnerstag zur Verfügung stellen können. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, euer Team von Rundfunk Mittelelbe.